an sie Geschichte ihr Chef sagt, Gott hofft mir sehr wunderbar gemerkt. Mark wird angestellt, er soll sein Sester zu schlupfieren in der Badje. Er schauft das Bad Hahn und Tree und er will sein Sester zu schlupfieren. Nu ging Jean er ihr und Otto, nu fängt sie an zu schlupfen. Und dann sieht das Badje go squeak, jerk. Mögt sie ihr und war groß auf. Ah, Mark will das Hahn sich so schwind anschlupfen, er will büten gehen und checken, was ihn da deut. Hei schauft der Badje ware Hahn und Tree, nu wird ware Stahl. Jean wird ware Grutz angeschlupen, hat Grutz er ihr und Hau, und dann sehr der Badje auch ware Squeetschert. Ging er ihr und ware Grut up. Dit leich mag nicht sein, aber wot kann hei daun? Hei schauft Emma meier Hahn und Tree, und Emma ware, schleibt Jean an, und dann knarrt Badje, und dann wachse ware ab. Ab einmal dann hauft Jean er Kopf mal hier ab und fang an zu heilen. Sie können bloß nicht schlupen, wenn das Badje so knurren wird. Mark ging Mama sehen, er will sein, als der Arm halten kann. Sie hat bitten schon Vater fein, er ging zu Hand und sagt, Mama, Jean kann bloß nicht schlupen, das Badje dort knurrt immer so und sie weicht bloß immer ab. Oh, sagt Mama, das kann ich gleich fixen. Lass mir das Schmerkund zu holen und ich will das Fuß fixen kommen. Mark ging mit Mama taub und Jean hielt noch einmal, wenn sie einen Anteil. Mama redet freundlich zu dem Baby und das wird still. Dann schmerzt sie jeder kleine Drahtje. Und dann sagt sie, so, nun wird das Fenster schaffen. Mark schafft das Badje Hahn und Tree und Jean schleppt auch Messfuß an. Dann hält er das Badje ein bisschen still. Probt ein bisschen, was Jean nun abweicht. Na, sie schleppt hin. Dann spätst du, es denkt er in der Stufe rüt, dass sie nicht abweichen würde. Wenn er wüsste, wenn Jean wird abweichen, dann muss er war mit ihr spielen und er will nicht das Bütengrund spielen. Er ran schwind und speckt, er will mal checken, wo Papa wird. Papa und sein älster Bruder Luke, die schaffen und kommen. Wo tust du da, frug Mark? Sein Dad und Papa sagt, ich tue das Kommen hier schmieren, dass der Fan schaffen wird. Wenn ich den schmieren tue, dann dreht alles leichter und das knurrt nicht und dann kann ich besser draschen. Wenn sie vorig hoch, dann führen Papa und Luke nur den Stab. Fährt sie nach dem Stab führen, dann teilt Papa noch alle Kräuter Schmack ab ihm. Und Mark checkt, wo Papa das alle Hand hat. Wo das Schmerz hat, hat eine Stelle Hand und seine Schlitz auf der anderen Stelle, dann teilt er alle Schmack ab ihm. Was sie dann wache vor ihm, wie dann sieht, Mark zu seinem jüngeren Bruder Lee. Sieht er, wer will gehen im Sonntag spielen? Ja, wer will sie, Lee? Und sie rahnt den Nickel am Sonntag. Verse, er hebt bei dir wieder, dann sieht Lee, ich will schwimmen anran, ich will gehen den Kamban holen, wo Luke für uns gemerkt hat, und spielt ich Kamban. Wer will auch spielen wie den Draschen, das Papa und Luke dann. Lee rannt schwimmen den holen und Mark rannt an den Sonntag. Heute mit seinen Boaften feucht, mit seinen Teuen grubt er ein bisschen im Sonntraum, da fällt sich so merklich. Als Lee trägt ihm dann, sehen sie zu sich an sich, wer will hier starten, merken sie das Papa hat. Sie mit ihren Fingern durch den Sohn, und dass sie reden haben, dass sie krank wissen, wo sie draschen wollen. Und sie spielen, das ging schon. Aber immer hast du gesehen, Mark. Hey, Lee. Mama deut das Badje schmieren, dass das Bett schaffen deut, dass das nicht so knurren deut. Und Papa deut den Kamban schmieren, dass das Bett ran deut. Ich glaube, wir sollen uns Kamban auch schmieren. Ja, sieht Lee, das würde eine Fähne erdeut sein, dort wo wir dann. Mark randekel und speckt ja, er weiß krank, wo Papa dort Schmerz hat handgetun. Und dann holt er dort. Und er muss sehr top tragen, dort hat er was rüt kriegt. Aber er kriegt was rüt, das stinkt ein bisschen. Und da wird so bakrig. Aber er schmerzt uns in Kamban und nu würde er auch besser schaffen. Ja, sieht Lee, der fährt nicht viel besser, der knurrt nicht mehr und der drascht viel besser. Sei spielten auch das Papa einmal das Schaufen dort. Dort ging schon. Was sie denn nach einmal stört in Sonntag gespielt haben, hat einmal sehr Mark war. Ich denke und wort. Wenn Papa sie in Kamban besser schaufen und nicht schmieren wird und das Badje nicht knurrt und uns Kamban schaufen die auch so viel besser. Ich wundere, wenn wir unsere Knäuel schmieren würden, wo wir dann auch Busse ranchen, würden die dann auch besser schaufen? Wer würde mal proben, sieht Lee? Das hielt sich mir so gutlich. Wenn ich bis mit Busi ran kann, dort würde ich sagen.
Die jungen Leute spielten alle am Sonntag in Randen und Specker. Sie hatten die Tube nur war der Tree drauf, wenn sie wohl nicht 100 Papier so sein, sie immer dort gespielt haben. Roll deine Bächsen lappen ab, sagt Mark Tilly. Ich war an deine Knochen, wird noch schmieren. Ich war das hier von hängen, so schmack noch schmieren, krack, wo die Beine das. Und dort wird Fan haben. Heimas war das sehr top dreckig, dass du was rutschst. Und das stinkt so, dass Heimas nicht wüsste, dass Heimas dort schaffen will. Und das backert so an seine Fingers. Aber er schmerzt seine Beine an. Dann rollt er seine Innenbächsen lappen ab, und dann an seine Knochen nicht nach so unten. Dann rollen sie die Bächsenlampen auf und dann das Schmerzschmack, weil ein Papa dort nicht wird sein, dort sie von dort genommen haben. Dann sehen sie, wir verschwinden um Pietchenbaum ran und dann wollen wir reißen von dir wieder von einem Baum bei den nächsten. Wir wollen sein, dass das schaffen wird. Der Junge ist ran um Pietchenbaum und dann fangen sie an zu reißen. Ich kann Busi ran, sagt Mark. Das schafft viel besser, ist das. Ich auch, sagt sie. Die Jungs hatten so viel Spaß, sie wollten meist nicht mehr weit von ran. Sie randen und randen und randen, von einem Baum zum nächsten, von einer Stelle zum anderen. Und sie glauben, sie können auf hier wo sie ran. Auf einmal rief Mama, Jungs, das ist Zeit, nennt ihr kommt mehr. Nur randen sie um den Haus, wenn das denkt ihr, dass sie schon ran. Und dann müssen sie sich hängwaschen für mehr. Mark fängt sich an, hängen zu waschen. Nun will der Bagger jetzt nicht von seinen Hängen los. Er wascht und wascht mit heute Wut an der Brücke und doll säub. Das schäumte los, aber das ist so schwer. Und das stimmt noch einmal so. Krieg dann sein Papa und Luke auch nennen und sie wollen sich auch waschen. Dann sagt Papa dort auf einmal, dass Mark, der kann seine Hängmess nicht reinwaschen. Das will er nicht los, was einmal heute anhört. Dann regt Herr Öckel, irgendwas regt hier so fannig. Dann sagt er und ließ seine Bächsen von hängen, die wie ein schwarzer Platten an, wo das Schmerz all durchgetragen wird. Dann checkt er eine Mark und die wie ein auch schwarzer Platten an. Er checkt ein Bett freundlich. Und Luke sagt dort auch, der große Bruder, und der fängt auch an freundlich zu kicken. Junges, sagt Papa, hei jene Beine geschmerzt. Jo, sagt Mark. Wie deuten und wie können dann viel Busse ran, sagt Lee. Dort schon wirklich, sagt er. Wenn wir dort schon und unsere Beine geschmerzt, wie können bloß sei ran. Nun checkt Papa nachfreundlicher. Hei, sagt er, und Junges, was Menschen gemerkt haben, dort bleibt bloß so und so lang gut. Wenn Menschen was gemerkt haben, dort schon nicht für immer. Wie machen dort schmieren, dort das Wasser am Schofen bleibt. Aber was Gott gemerkt hat, da brücken wir nicht schmieren. Wenn uns Kombent wehget, dann machen wir einen Stuhl vorn und wir machen ein frisches Bietkäupen zum Donnern saaten. Wenn der Kombent kann sich nicht selbst fixen. Aber wenn du deine Hand geschnitten hast, darf ich dann nie ein Hornkäupen zum Donnern saaten? Nee, Gott hat den Winterboy gemerkt, der sich selbst fixen, nicht? So sagt Papa. Und so hat Gott uns Körper auch gemerkt, der hat sich selbst schmieren. Wir brücken nicht uns Körper schmieren. Nun, Junges, ich will Ihnen helfen, dort von Ihnen Beinen los waschen und jemanden Ihnen gut reinbechsen und tragen. Das stinkt, sagt Papa. Aus Mark und Lee ist heute sich reinbechsen und getragen. Und Papa hat ihre Beine reingewaschen. Dann gingen sie in die Kirche rein und sie vertrauen Mama dort. Nun wollen sie ihre Mama dort noch vertrauen. Was soll ihr tun haben? Lee sagt, ich darf wirklich wie kein Busse ran, aber ich wollte das gar so. Gott hat mich so, wenn der Boy merkt, dass mein Körper die Brücke nicht geschmiert. Mama kickt und auch schafft dich an und sagt, dass sie können das kommen, dort heute Mittag zu essen. Mark und Lee wollten sich einig, dort, mit dort, dass das Schmerz stinken dort und so bakrig aus das wird, sie werden so dankbar, Gott hat so einen Körper hier, was sich selbst schmieren dort.